Ja, cool. 24 TV. Und heute spielen wir wieder eine Runde Fallout. Hallo. Mit Timo, ja, das stimmt auch. Der ist auch mit dabei. Ja, jetzt machen wir wieder Mission. Sauber. Wir machen die jetzt erstmal. Diese kleinen Leute, die sind richtig frech. Backofen. Backfisch. So, ja, wir sind gerade draußen, es ist dunkel. Und muss gucken. Ah, das ist. Und dann gehen wir gleich dahin und dann ist da auch dieses Haus, wo wir rein müssen. Also da sollen irgendwelche Viecher drin wohnen. Ich weiß nicht, wilde Ghoulen oder Raider oder hier, wie heißt es, diese Grünen hier, wie heißen sie, Mutanten, oder irgendwelches, Plünderer, oder in dieser Armee, also hier kann alles drin sein, oder diese Roboters, also es gibt ja eigentlich alles Mögliche hier im Fallout, und ja. So sind wir jetzt schon mal draußen. Also eins hasse ich, die Ladezeiten, die sind schlimm im Fallout. Wisst ihr ja alle. Wir sind jetzt da oben. Wir müssen, glaube ich, hier runter. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier mit Fahrstuhl runterfahren. Die Axt an den Start, Leute. Das Ding hier wieder, also das ist sehr gut für Ghoulen, da kann man die schön mit so gesagt umbringen, so dass man kaum Schaden bekommt und Radius. Ich habe ihn ja schon einen Helm verpasst jetzt. So, wir sind jetzt draußen aus dem Fahrstuhl. Jetzt gehen wir schon gleich ins nächste. Ich gucke erst noch, ob hier. So, wir müssen jetzt hier rein. Okay, Mutanten sind hier. Erstmal was er hier hat. Gucken, Patronen, weil wir brauchen unbedingt für das Jagdgewehr Patronen, weil wir haben denn nichts mehr und dann können wir die nicht so schnell töten. Ausschalten. Und ja. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Viecher hier killen.
Watt. Ich habe den jetzt eigentlich gar nicht gesehen. So, wir müssen uns jetzt erstmal wieder Leben machen, weil, da Blutpack. Wir müssen oh shit, Leute. Ich glaube, jetzt nehmen wir erstmal ein größeres Gewehr. Hier geht's ja ab, Leute. Oh, kommt der nächste schon. Also die lauern hier überall. Shit, ich wollte den Kopf treffen. Ist der gleich. Holen wir uns mal eine Granate aus dem Inventar. Oder nee, nehmen wir mal einen Cocktail. Helfen wir unseren Kumpel mal. Oh ne, geht nicht. Ich habe keine Spritzen mehr, also keine Dingspritzen, wie immer die jetzt heißen. Wir spritzen jetzt Rhythmus. Nein. Keine Verarsche. Diese Dingspritzen zum Überleben. Ich gucke gerade. Oh, habe ich mich erschrocken. Wir gehen jetzt erstmal hoch. Okay. Auf jeden Fall ein Headshot. Kann man da nicht reingehen? Oh, das war Volltreffer. Was jetzt nicht? Die schießt wohl nicht so weit. Oh shit, meine Waffe ist alle. Ja, jetzt brauchen wir erstmal wieder was zu überlegen, sodass wir nicht sterben. Okay, jetzt ist ein Hund da. Also müssen wir ihn erstmal mit einer Axt was geben. So tot. Hätten wir das auch schon mal erledigt. Weil das sind diese, so gesagt, die Mutantenhunde. Sind für mich aus mehr wie Hulk-Hunde. Irgendwie. Oh Scheiße.
Achso, der gehört zu mir. Wie jetzt? So. Hä? Ach so. Bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen. So, jetzt sind die auch alle. So, Leute. Erstmal wieder. Weil man muss hier sehr gut aufpassen auf sein Leben, weil man sieht das eigentlich nicht richtig. Jetzt haben wir außer mitgenommen. So, jetzt muss hier irgendwo noch einer sein. Aber wo nur? Irgendwo müsste hier noch irgendeiner sein. Und den suchen wir, um die Mission so gesagt abzuschließen. Superkleber, nein. Nehmen wir jetzt einfach mal den Aufzug. Gucken, ob das geht. Ist so gesagt oben. Das noch weiter oben. So, Leute, ich gucke jetzt gerade, wie wir hier hochkommen. Da kommen wir hoch. Okay, er hat eine Laserwaffe, das bedeutet, dass wir da von schnell sterben können. Darum gehe ich jetzt nochmal und schmeiß einen Molotov-Cocktail. Okay, dieser Hund hat irgendwas, weil er übel stark ist. So. Und sterben tut er auch nicht leicht. Wir brauchen jetzt noch. Wir nehmen einfach mal eine Mine und schmeißen sie. Oder? Ne, wir nehmen eine Handgranate. Vielleicht noch ein bisschen sinnvoller. So. Das nehmen wir auch mal. Ah, da ist noch eine Kiste. Das hätten wir jetzt auch. Aber wir müssen das raus, um hinzuspawnen.
So, sind wir draußen, mal gucken. Gehört er jetzt hier drin? So Leute, damit verabschiede ich mich jetzt auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal. Vielleicht ein eigenes Abo oder irgendwas da lassen. Das wäre nett. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Bei Vorlaut oder irgendwas anderes. Und ja, auf Wiedersehen. Ciao.